Auch denn hier, was ist denn jetzt los hier? Komm schon. Und die ging noch mal daneben. Jetzt wird die Genauigkeit noch mal gesenkt. Ah, jetzt hat die getroffen, die Aquaknarre. Und die Hälfte abgezogen, ist gut. Und die Skyly geht weg. Oh. Bist du schon fertig mit dem Kampf, ne? Oh. Ah, der Attack ging nochmal daneben. Ich habe voll viel Glück heute. Dann würde ich sagen, ich beende gleich mal die Aufnahme. Erstmal will ich den Kampf gewinnen. Und die ging daneben. Ich tausche jetzt nochmal durch. Ich glaube, jetzt kommt nur noch Sand-Attack. Dann tausche ich mal zu Horny. Das ist mein Hornio. Wahrscheinlich kommt jetzt Gast. Ah ne, es kommt dann der Tag, ja, war ja klar. Jetzt tausche ich nochmal um. Zu Big Daddy. Damit die Effekte nochmal resettet werden. Oh, das ist so schnell. Was sagt Aquaknarre? So, jetzt trifft die Attacke wenigstens wieder. Und es ist K.O. Und es gibt 52 für Big Daddy und 52 für Honey. Und es kommt noch ein Taubsi. Nach dem Kampf beende ich mal die Aufnahme und dann starte ich die nochmal. Ist ja okay, oder? Ja, Mensch. Ich muss nochmal ein bisschen. Ja, ich muss gleich auf. Ja, dann machen wir alleine weiter, okay? Ja. Oh. Du bist gemein, sagt sie. Ich bringe sie alle zum Weinen. So, es ist gerade im Spiel 0:07. Dann würde ich sagen, ich habe vergessen, was die Aufnahmetaste war. Ich glaube, F10 war das. Also, tschüss. Jo, tschüss. Tschüss. Willkommen zurück. Super Begrüßung. Wir waren stehen geblieben. Wir haben die Lasse besiegt. Und da ist ein Käfersammler. I saw you in Viridian Forest. Das ist, kann sein. Wäre witzig, wenn man jemanden zweimal besiegen würde. Koltan kämpft jetzt gegen mich. Mit seinem Katapi Level 10. Aber ich kann doch nicht gegen dich normal kämpfen, ich muss erst austauschen. Zu Big Daddy. Jetzt kommt nochmal. Oh, ja. Skype-Fenster runterschieben. Nee, 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 nee. Ich hab das Gefühl, die Musik wird immer lauter. Ich hab Musik fast gar nicht an. Aber ich höre es von dir, das ist auch toll. Ja. Ich tausche erstmal zu meinem Pony Level 5. Das muss nämlich trainieren. Damit es zu Bibor wird, genau, das war der Name. Bibor. Zu einem großen, starken Bibor mit 2 Stacheln. 3, glaube ich, sogar. So, es geht Geschwindigkeit runter, aber das ist kein Problem, denn ich bin trotzdem schneller. Doch nicht, ich bin da nicht schneller. Jetzt wird ja Geschwindigkeit gesenkt. Und du langweilst dich bestimmt. Nö, nö, ich habe hier gut zu tun. Das ist schön. Das ist schon mein Pokémon im roten Bereich. Redest du mit mir? Also, ja, ich rede. Wer ist sonst da? Mit dir und den vielen Zuschauern, die ich habe. Entschuldigung. Ich habe nicht so viele Zuschauer. Aber meine Videos haben oft einen Klick und das reicht mir ja schon.
Was kann sein, dass der von mir selber kommt? Oh, egal, es reicht mir trotzdem. Nicht mal das kriegen viele hin. Ja. Das Problem ist, alle meine Freunde, die auch YouTube haben, haben mehr Klicks. So darfst du gar nicht erst anfangen. Lol. Mein Pokémon ist K.O. Super. Jetzt kriege ich das vielleicht gar nicht mehr hin. Das ist doch. Also irgendwie scheint der Sound dich gedoppelt zu haben. Ja? Ja, das kann sein, ja. Und jetzt ist er wieder normal. Only use poison sting. It's not very effective. Ja, ich glaube, ich muss jetzt K.O. gehen. Musst du. Ja, ich habe nicht so viel Wahl. Ja, ich gehe sogar zurück. Was besorgen. Ich hätte vielleicht Trank benutzen sollen, falls ich einen hab. Die Geschwindigkeit senke ich. Ah ne, meine Geschwindigkeit wurde gesenkt. Ja, super. Ja, jetzt können beide nicht angreifen. Super. Ja, aber immerhin drei. Bis ich K.O. bin. Also noch 7, also 3-4 mal angreifen. Ja, 3 mal. Jetzt ist der Sound von der Musik wieder komisch. So gedoppelt. Ja, setze ich einfach mal Poison Sting ein. Oh, Critical Hit. Und wie viel war's? Oh, 5 Stück. Oh, was. Komm schon, noch einmal. So viel Geld verliere ich schon nicht. Wahrscheinlich gewinne ich am Ende noch. Das wär's. Ja, komm. Und ich bin K.O. Endlich. Wie viel Geld verliere ich? Gar keins. So, das ist doch interessant. Zurück im Pokémon Center geht es für unsere Helden weiter den Weg entlang. So, jetzt kämpft er. Hast du dich schon alle bekämpft? Fast alle, ja. Das liegt nur an deinem blöden Glutexo. Jetzt toll. So, ich will ja nur mein Pokémon trainieren, damit das groß und stark wird. Ja, das ist auch gut so. Bloß das, ich habe jetzt einen, mein Big Daddy ist jetzt Level 14 und mein Horny ist Level 6. Ja, ich habe nur meinen Glutex oder das ist Level 17. Ja, das, da brauche ich noch ein bisschen, um Ding anzukommen. Wenigstens hast du schon ein zweites Pokémon. Ja, aber der Horny ist nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Die kommen noch alle, die kommen noch. So, Aquaknarr hat jetzt das K.O. gemacht. So, damals hat nicht gereicht. Oder hat es gereicht? Ich weiß es gar nicht. Pokémon, nee, hat es nicht für beide nicht gereicht. Pam 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 pam. Oh, Spoiler so viel Erfahrungspunkte. Jetzt habe ich halt nochmal durch. Zurück zu Big Daddy, der jetzt alles regeln wird. Fight, Water Gun. Spuck ihn ins Gesicht. Genau so. Ja. Was kannst du denn so erzählen? Ich kann gar nichts erzählen. Ich bin hier am Laufen. Also ist ja einfach hier nur mit dem Detail zu laufen. So, meinst du jetzt Level 15? Ich habe jetzt Level 18.
Und will mir einen Flug in der Nähe hin. Auch wahrscheinlich besiegt jetzt diese Watergun das Caterpie. Ja, fast. Ich muss noch einmal kurz austauschen, damit mein Horny trainiert wird. Und dann geht's weiter. Boah, die Musik, ne? Diese Trompete, Trompete des Todes ist das. Oh, ein Pummelo. Ja, das Pummelo war in der Serie auch immer witzig. Schön gesungen, da sind alle eingeschlafen und dann mit einem Stift das Gesicht bemalt. Ja, das fand ich früher immer am coolsten. Schade. Ich bin zu stark. So ein Pummeluff mit Gesang wäre bestimmt sehr nervig. Ach was. Zum Einschlafen ist es mal gut. Weil man ja auch im Wald schlafen will. Das ist toll, das muss man mal machen. Schön am Lagerfeuer, es regnet. Ja, ein schönes Lagerfeuerlied. Das LRG-RWU-LED. Rassi geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zu mit. Darum singst du es doch ganz einfach mit. Oh, mein Pokémon entwickelt sich. Jetzt wird es noch horniger. Jetzt habe ich einen Kakuna. Schick das mal raus. Und der nächste kämpft. Ja, super. Das ist so spannend. Und es zieht sich auch so mega. Die Strecke mag ich überhaupt nicht. Ah, Big Daddy. Der soll klären. Soll ich mir einen Zubat holen? Einen Zubat wollte ich mir holen. Kann ich dir das geben? Dann fange ich das jetzt nicht. Ja, wir können auch beide einen Zubat haben. Aber ich hätte, also kannst du den Zubat fangen und dann nehme ich mir halt einfach ein anderes Pokémon. Weil ich wollte, weil ich, Zubat ist nämlich sehr stark. Ich habe jetzt einen Zubat auf Level 8. Wenn schön. Du das haben willst. Nein, nee, ich fange mir halt einfach ein anderes Pokémon. Ja, schön. Ah, behandle das Zubat gut. Wie deine eigene Familie. Mach ich. Ja, go horny. Da hängen sie fest. Und jetzt zurück zu Big Daddy. Ja, da bist du, glaube ich, gerade vorbeigelaufen. Ich bin nur vorbeigelaufen, ja. Ich will mein Zubat teilen. Und dein Level. Du kannst übrigens, wenn du rechtsklick drückst auf eins deiner Pokémon, dann kannst du sie auch benennen. Dann siehst du die ganze Liste. Ist ja cool. Ich hab die noch nie benannt, das mache ich noch nie. Ich benenne alle meine Pokémon. Dann haben die mehr Charakter. Nee, das habe ich nicht so. Doch. So, 20. Oh, Level 8. Super. I don't believe it. Glaub es ruhig, denn es ist wahr. Und der nächste Bugcatcher. Super. Ich habe eigentlich überhaupt keine Lust auf diese Trainerkämpfe, aber da gehe ich jetzt einfach mal durch. Denn was habe ich denn für eine Wahl? Keine. Hey, eben. Go, Horny. Hast du eigentlich eine Attacke? Wahrscheinlich nicht. Nee, nur Harden. So, im Nachhinein ist vielleicht Horny nicht der richtige Name für ein Pokémon, das Harden kann. Aber da will ich nicht näher drauf eingehen. Watergun, go! Wie kann ich das denn ändern, dass mein Zubat an erster Stelle kommt?
Das ziehst du einfach hoch oder runter, je nachdem. Habe ich eben versucht, da hat es nicht funktioniert. Dann ziehst du halt das, was an erster Stelle ist, runter. Ja, ich hab's ja jetzt. Hat's funktioniert, mein Inhalt hat funktioniert. Cool. Oh. Ja, bis das X-Bad wird, dauert das lange. Ja, ich habe noch was gesagt. Ich warte den einfach mal. Also wenn es kann, also Zubat wird ja per Level Up zu Golbat und dann mit Glücklichkeit zu X-Bat. Aber diese Glücklichkeit, da musst du echt lange viel trainieren.